komischer Encounter. Aber Heiler, das heißt, ich kriege jetzt endlich mal Insekten- oder Käfer-Pokémon. Oder ein paar Pflanzen-Pokémon, wäre auch was. Nee. Ein Staralili. Was denn auch sonst? Dein arme Plegrin. Ach stimmt, da war ich ja vorhin schon mal. Und konnte nicht weiter. Jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung gehe ich. Ich glaube, rechts war die Ortschaft und links war noch ein bisschen Kampf und Blut, oder? Gehe ich erstmal links. Ja, Zitronara einsetzen. Ach, da liegt ein Mittel. Felsgrad, nice. Sollte ich einen Onix finden, kriegt das die Attacke auf jeden Fall. So, raus hier. Route 204. Trainierst du auch brav Pokémon verschiedener Typen? Wenn du dich auf Pokémon eines Typs versteifst, werden die Gegner, die diesen Typen gegenüber im Vorteil sind. Ja, das weiß ich schon, dass sie eben schwer machen. Aroma Lady, what? Was ist denn eine Aroma Lady? Ich glaube, das kommt nicht gut, wenn ich die frage, ob ich an ihr riechen darf. Wichser. Kikugi, was ist denn ein Kikugi? Ich bin mir ziemlich sicher, das Pokémon wird von anderen Pokémon gegessen. Weil es einfach mal wie eine Beere aussieht. Katzfurie? Ja, dann. Ja, für guten Schlag. Ah, dieser Elektroschlag, kann das mein Adler eigentlich schon? So standardmäßig? Ich habe zwar verloren, aber es riecht hier so gut, dass ich gar nicht allzu betrübt sein kann. Was? Was ist mit dir kaputt? Warum riecht's hier gut? What the fuck? So. Was kann denn mein Abra überhaupt? Riecht. Es kann nur Teleport. Käfer-Pokémon, ja, okay. Easy peasy. Ja, Moment, das Abra, wenn es Teleport kann, dann kann es mich doch auch aus Höhlen rausporten, oder? Weil ich gerade die Möglichkeit hatte, den Skill einzusetzen, aus irgendeinem Grund. Piekser. Ja, mein Starter-Pokémon kann so gut wie alles in der machen. Dass es sogar Stahlattacken hat? Bin ich nicht drauf klar. Rip, Baum, Rip. Der gute alte Matthias, jetzt hat er verloren. Na, zu Schneider bin ich nicht. Wo geht's denn dahinter? Was geht denn da hinten? Doppelkamm!
Okay. Weiß jetzt nicht genau, was die für eine Schwäche haben, aber ich hau jetzt einfach mal einen Metallklaue drauf. Okay, Metallklaue ist schwachsinn. Nicht sehr effektiv. Wie, und Donnerstock ist auch nicht effektiv? Okay, what? Ja, die Animation vom Rückzugtyp ist nicht schlecht gemacht. Da gibt's echt Schlimmeres. Eichen. Moment, der greift jetzt aber nicht den Lernsort an. Ne? Nee, passt. Ach komm. Wer denn das jetzt überlebt? Wann lernt denn Abra endlich mal ein Skill? Das geht ja gar nicht. Ach, du liebes Lieschen. Was? Oh, mein Staralele entwickelt sich. Einem Staravia entwickelt, okay. Coole Saat. Ich habe halt keinen Pflanzen-Pokémon, das ist ein bisschen unpraktisch. Lori. Ich würde echt gerne mal wissen, was im Keller vom Pokémon Center ist. So eine wirkliche Erklärung habe ich da jetzt noch nicht bekommen, was die da umbauen. Oh, jetzt komme ich runter. Was ist denn das hier? Oh, hallo, hier entlang bitte. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Taela, nee, Teala und werde dir im globalen Club und mal Rat und Rat zur Seite stehen. Wenn du eine Kostenpflicht in den Wenn du eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft hast, kannst du dich mit dem Internet verbinden. Nee. Sorry, aber nee. Rutsch mir den Buckel runter, Nintendo. Könnt ihr vergessen. Heilige Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Was? Okay. Ach so, wenn ich Honig benutze, locke ich Gegner damit an. Sind die Winnie-Pooh oder was? Pokémon. Moment, kann ich die Bären vor der Tür pflücken? Ich glaube nämlich, ich bekomme hier eine Gießkanne. Ja, ich zieh ne Dampflocke. Eigentlich sollte man ja dann direkt wieder irgendwas einpflanzen, damit man dann in Zukunft welche hat, aber... Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich lasse einfach mal ein bisschen Haufen Erde da liegen. Die freuen sich. Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Ja, das weiß ich schon. Wenn du magst, kannst du mir dabei helfen, auf der Welt die Bären zu vermehren. Du hättest eine Maronbeere. Ja, die werde ich nicht einpflanzen, so viel schon mal sicher. Tauschen deine Bären gegen Sticker. Was? Jetzt? Oh nee, echt nicht.
Nee, weg. Bleib mir weg mit deinen Sticker. Hey Trainer, wenn du Bären anpflanzt, solltest du sie mit dieser Kanne gießen. Geht doch, Entenkanne. Musste, ich krieg die hier. Ah, jetzt mal ernsthaft. Ich bin mir 100% sicher, dass dieser Laden hier woanders stand. 100%. Da haben sie irgendwas umgemodelliert. Oder die haben einfach die Häuser hier dazu gestellt. Das kann natürlich auch sein. Moment, tauschst du dein Pokémon da oben? Findest du es auch so niedlich, wenn Pokémon Bären pflückt? Ich weiß die Antwort nein, wird mir kein Item bringen, deswegen sage ich jetzt einfach mal ja. Du verstehst mich, hier hast du ein paar TMs hier enthalten, die Attacke pflücke. Ah, habe ich ja schon. Das ist nice, da komme ich wenigstens gegen Pflanzen- und Käfer-Pokémon hin. So, was hast du? Der süße Duft des Honigs hat mir hergelockt. Oh nein, da ist ja wieder Team Galactic. Wir sind stolze Mitglieder von Team Galactic, oder gar nicht? Jetzt ziehen uns an, wie wir hier inmitten all dieser Blumen herumstehen müssen. Wenn das nicht uncool ist, weiß ich auch nicht. Ja, ihr seid absolut uncool. Hey, hör auf zu motzen, das gehört eben auch zu unseren Aufgaben. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Käfer- und Pflanzen-Pokémon echt gruselig finde. Was? Ich wäre jetzt auch lieber woanders. Was ist bei euch kaputt? Ja, Tatsache. Die haben ja einfach ein paar Häuser dazugestellt. Es ist exakt dieselbe Route, nur ein bisschen abgeändert. Weil die Sache ist ja, ich komme zu 90% nicht hier wieder zurück, um irgendwelche Bären zu sammeln. Deswegen pflanze ich jetzt auch keine ein. Notfalls kann ich sicher irgendwo Bären kaufen. Hilfe, hilf mir, Kleiner. Kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet in Windkraftwerk. Weil diese Leute, die wir aus Astronauten aussehen, sind ganz fies und wollen mich nicht reinlassen. Okay. Team Galactic, was wollt ihr denn? Wir von Team Galactic erforschen hier den Ewigwald, also keinen Schritt weiter. Es ist Teil unserer Forschung, Pokémon in den Blumenfeldern von Flora zu fangen. Wozu wir die Energie des Windkraftwerkes nutzen, geht dich nichts an. Darf ich vorbei? Natürlich nicht. Keinen Schritt weiter. Also mich lasst ihr auch nicht vorbei. Und ich kann nicht gegen euch kämpfen. What? Why? Habe ich irgendwas übersehen? Sieht ganz so aus, als hättest du in Kanto ein Let's Go-Abenteuer bestritten, ja, hab ich. Was hältst du davon, diesem Pokémon ein wenig diese Sinnoh-Region zu zeigen? Wo, wie kriege ich jetzt ein extra Pokémon? Was, du erhältst ein Mew? What? Wie jetzt? What? Ist ja ganz normal, dass man einfach mal ein Mew dabei hat und es verschenkt. What the fuck? Ach nee, die wollte ja das Ding nicht erkennen, oder? Nee, passt. Versteht's nur nicht, warum ich da oben rechts nicht weiterkomme. Warum kann ich nicht gegen die kämpfen? Aber da rechts komme ich ja nicht durch. Hä? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Oder kann ich da jetzt oben links, wo die zwei Team Galactic-Leute waren, durch? Das kann natürlich auch sein. Ja. Bingo. Da sind sie wieder und belästigen den alten Mann. Halt den Schnabel und drück den Honig raus, und zwar bis auf den letzten süßen Tropfen. So, was wir sagen. Team Galactic braucht den Honig, um möglichst viele Pokémon damit anzulocken. Hey, da ist ja jemand. Was machen wir nun? Wir dürfen nicht zulassen, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Spike seinen Mund hält. Ganz schön nett. Also mit einem Wurmple wirst du nicht weit kommen, das könnt ihr jetzt schon sagen.
bin immer noch ein bisschen verwirrt, dass ich da ein New bekommen habe von irgendeinem NPC. Why? Macht halt absolut keinen Sinn. Ein Chaloco. Das beeindruckt mich nicht sonderlich. Oh, ist er überlebt? Mit welcher Erklärung haben die in dem Game Mio eingebaut? Wo man einfach von einem NPC geschenkt bekommt, wenn man Pokémon Let's Go gezockt hat. Why? Oh, was? Scheinungs hat sich zu einem Luxio entwickelt, was? Mensch, ist das peinlich. Die werden mir bestimmt den Lohn kürzen. Ihr bekommt Lohn, kann ich euch beitreten. Mein Professor zahlt mir nämlich gar nichts. Jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Ich habe die besseren Karten, da du dich bereits ausgepowert hast. Nee, ich habe nicht erwartet. Und gleich mein Hass-Pokémon zu Wort. Es sieht auf jeden Fall besser aus als Pokémon Let's Go. Bei Schwert und Schild bin ich mir nicht sicher, ob es da besser aussieht. Ich doch bloß ein paar starke Pokémon. Ja, die Einsicht kommt spät. Diese Rotznase ist stark, zu stark. Mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind und mein Wortschatz ist eigentlich... Was? Ist eigentlich echt groß? Das war's hier bei uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Oh, was ist das für ein Ding? Diese Typen müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Nee. Du erhältst den K-Schlüssel. Ja. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Diese Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Die waren nicht nur seltsam gekleidet, sondern haben auch völlig wirres Zeug gefaselt. Wer weiß, was das für Leute waren. Ich würde dir zum Gang gerne etwas schenken. Hier, bitte. Ein Glas Honig. Wertvoller Honig. Wenn du etwas Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Okay. Für eine Blumenwiese. Wenn ein Baum, den du mit Honig beschmiert hast, nach einiger Zeit stark wackelt, könnte ein seltenes Pokémon dahin schicken. Okay. Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Sie wirken frischer als alle anderen Blumen in der Sinnoh-Region, findest du nicht auch? Das verdanken wir dem Pokémon, weißt du? Ich will jetzt Honig an den Baum schmieren. Aber sofort? Ja. Ich will die Rinde mit Honig beschmieren. Jetzt. Jetzt muss ich warten, bis es wackelt, oder was? Wie er sich strickt. Hallo, Pokémon? Vielleicht muss ich ein bisschen weg. Also der Baum wackelt nicht. Hat er mich etwa betrogen mit dem Honig? Gibt's da etwa gar nichts für? Ach komm schon, Wackelbaum. Ich bin seit ins Pokémon. Das Geräusch, wenn man gegen den Baum läuft. Nee.
Warte. Das ist blöd. Aber ich will jetzt nicht unbedingt warten, bis da irgendwann mal der Baum wackelt. Kann ich das an jeden Baum schmieren oder nur an besondere? So, ich hab den Schlüssel, komm ich jetzt vorbei? Nö, ich komm nicht vorbei. What? Gab's da doch einen Weg runter, den ich nicht gesehen habe? Aber vielleicht wackelt der jetzt was. Das kann natürlich auch sein. Hä, wo komme ich denn hier runter? Die Rinde wurde mit Honig beschmiert, aber es wackelt nichts. Schau mal. Jetzt mal ernsthaft, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, warum komme ich nicht weiter? Möchtest du etwas Honig kaufen? Ja, ich gönne mir mal 10 Gläser Honig. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber warum hast du mir Mehl gegeben? Hey du da, was sagt los, du hast meinen Wunschstern gesehen. Glücklich, dieses Pokémon hier würde sich... Was für ein Pokémon? Was ist ein Hirashi? What? Ich habe keine Ahnung, was ein Hirashi ist. Weil es hat definitiv nichts in Sinnoh zu suchen, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin absolut verwirrt. Wenn die mir weiter den Weg blockieren, was soll ich denn machen? Ich komme hier nicht weg. Ja, ich kann deinen Papa nicht aus dem Windkraftwerk holen, weil ich nicht vorbeikomme. Ich bin absolut verwirrt. Ich übersehe irgendwas, so offensichtlich ist mal wieder. Ist hier noch ein Übergang irgendwo? Karte. Ja, ich soll hier lang, aber... Die Sache ist ja, wenn ich hier oben lang gehe, funktioniert es nicht. Weil ich ja da nicht runterhüpfen kann. Oder doch? Nee. Ich kann hier nämlich nicht runterhüpfen. Also bleibt mir ja eigentlich keine Alternative. Hä? Und hiermit endet die Reise im Pokémon Strahlender Diamant. Möchtest du die Rinde mit Honig beschmieren? Ja. Ah, der wackelt dann wieder nicht mehr. Das ist eigentlich absolute Verschwendung hier. Oder kann der doch wackeln? Da passiert nichts. Ne? Ich hab's. Soll ich sie noch beschmieren? Was soll denn das? Irgendwas übersehen, wo ich dran vorbeikomme. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, da unten geht's was rein, oder? Nee. Dass ich vielleicht hier irgendwo nach rechts kann, aber es geht ja auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Irgendwas ist jetzt absolut seltsam. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass ich hier irgendwie nicht... Oh nein, ich kann hier einfach rechts vorbeilaufen. Nein! Wie dumm! Wie dumm ist denn das? Ich hab den Weg hier nicht gesehen. Weil ich so hin bin und gedacht hab, oh no. Komm schon. Das war jetzt richtig voll. Ja, schmier mal wieder ein bisschen Honig an den Baum.
Ja, Runde mit Honig beschmieren. Und jetzt müsste eigentlich irgendwann wackeln, aber. Mag es bloß nicht, an das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, jenen den Zutritt zu verwehren, der nicht zu Team Galactic gehört. Aber dein Gesicht sagt mir, dass du es trotzdem besuchen wirst, natürlich. Ich kann mich wirklich null an die ganzen Pokémon erinnern. Das war ein Großteil ja, aber an Charmian kann ich jetzt gar nicht erinnern. Ich weiß auch gar nicht, was dieses Hierarchy und überhaupt darstellen soll. Ich weiß gar nicht, aus welcher Gen das kommt. Na großartig, von einem dummen Bug aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich nicht mit dem K-Schlüssel hier einschließe. Es gibt nämlich nur noch einen weiteren Schlüssel und den habe ich meinen Kollegen gegeben, die sich beim Blumenfeld aufhalten. Wer zuletzt lacht, lacht eben immer noch am besten. Hi Bär. Also mir geht's ganz gut und wie schaut's bei dir aus? Möchtest du den K-Schlüssel verwenden? Der freut sich jetzt auch. Liest sich ein und ich mach direkt wieder auf. Wie bitte? Nee, oder? Du hast den Schlüssel? Hätte ich die Tür gar nicht erst abschließen müssen. Ja, hättest du nicht. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde dem Commander Bericht erstatten. Hast du dich mittlerweile wieder ein bisschen erholt? Mache hier keine Späße, Kindchen, so handhabt das ein Profi. Pöbel von Team Galactic, okay. Und jetzt sollen wir kurz was umstellen. Der Chat ist doch ein bisschen groß geworden. So. Vielleicht auch ein bisschen woanders hin. So, Problem gelöst. Okay. Hört sich nicht gut an. Alles in Ordnung, oder? Okay. Serverschränke. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen, das ist unsere Mission. Was kommt der mit einem kleinen Raumblumen? Wahnsinn. Okay. Hört sich gerade Biber, hört sich richtig eklig an. Aber wenn es hier wieder besser geht, dann ist es ja nicht so schlimm gewesen, scheinbar. Also schlimm genug schon, aber Hauptsache sie ist wieder daheim. Hirachi erlernt Staunen. Heißt das Ding überhaupt Hirachi? Oder Hirachi? Hirachi, oder? Im Schaman. Charmian, was war das nochmal? Ach, die Katze. Oh nee, zurückgeschreckt.
Nichts geht mir mehr gegen den Strich als Kinder, die sich als starke Trainer entpuppen.